Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Hier zum zweiten Teil von meiner Ioniq-Vergleichsfahrt. Wir haben die Tage das Ioniq Facelift hier von Hirtshals in Dänemark nach Eichenzell gefahren. Ihr habt das Video gesehen. Jetzt fahre ich das gleiche nochmal mit dem Ioniq Classic mit dem 28 Kilowattstunden Akku von Hirtshals nach Eichenzell. Das sind 930 Kilometer plus die An- und Abfahrten fürs Laden. Wahrscheinlich um die 960, je nachdem, ob eine Umleitung kommt. Wir wissen es noch nicht. Ich bin gespannt, wie sich das Auto schlagen wird, wie viel Ladezeit wir brauchen, wie viel Fahrzeit wir haben, wie wir vorankommen. Und es wird spannend. Wir haben jetzt 9.40 Uhr und starten jetzt die Fahrt hier an derselben Stelle, wo wir letzte Woche mit dem Facelift gestartet sind. Also, viel Spaß! Ich habe jetzt alles genullt. Alle Werte zurückgesetzt. Reichweite zeigt aktuell 154 Kilometer an. Ja, ist abhängig von der letzten Fahrweise. Wir sind mit 94% geladen, genauso wie der andere Ioniq. Auch wenn es bei dem mehr Kilowattstunden dann sind, wollen wir trotzdem fair bleiben. Und wir starten jetzt hier. Ich werde aber die Heizung nicht auf Automatik stellen. Ich werde auf Wärmepumpe wechseln, also quasi nur AC anlassen. Und ich denke mal, uns werden erstmal 22,5 Grad reichen. Insbesondere in Dänemark halten wir uns natürlich hier an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, die meistens bei 130 liegen und gelegentlich auch bei 110. Leider haben wir gerade ein bisschen Regenwetter, aber wir haben ja realistische Bedingungen geplant, also man kann ja nie wissen, was einen alles einschränkt. So, wir sind angekommen nach der ersten Tour, das waren jetzt genau 100 Kilometer, knapp unter einer Stunde gefahren. Haben noch 20% drin im Akku und wir haben einen 50 kW Lader gefunden, an dem wir jetzt laden werden, und zwar von Clever. Da drüben sind auch Ionity Ladestationen, doch leider haben die gerade nicht so funktioniert, zumindest nicht mit meiner Karte. Und da es in Dänemark recht teuer ist, habe ich die jetzt mal übersprungen. Beim letzten Mal hatte ich sie kostenlos auf der Herfahrt, aber das ist manchmal Zufall. 11.10 Uhr. Wir haben viel zu lang geladen, aber haben jetzt 90% drin und hören jetzt hier auf zu laden. So, wir haben 90%, 21,5 Kilowattstunden geladen und in einer halben Stunde 31 Minuten. So, wir drücken Stopp. So, wir sind jetzt wieder 102 Kilometer gefahren, wieder in knapp einer Stunde und haben noch 19% drin, kurz nach 12 und laden jetzt wieder an eine 50 kW Clever-Säule. So, 94%. Wir haben 22,6 Kilowattstunden geladen in 35 Minuten. Wir waren ein bisschen lange am Shoppen, aber hat genau gepasst. Eben gerade vor ein paar Sekunden kam die Meldung, dass er voll ist. Weiter geht's. So, gestartet sind wir ja mit 3 Grad Celsius. Jetzt haben wir inzwischen schon 8 Grad Celsius. Also es wird langsam wärmer jetzt hier gegen Mittag, schon Nachmittag. Der Verbrauch ist 19,4, dementsprechend recht hoch. So, wir sind angekommen, wieder knapp eine Stunde gefahren, wieder 110 Kilometer diesmal geschafft. Wir haben noch 30%, trotzdem laden wir jetzt an der 50 kW Säule hier in Ustrup West und dann geht's weiter. 20 nach 2, wir haben jetzt 83%, wir würden jetzt hier abbrechen und weiterfahren. Und nicht so viel Zeit, um Daten zu verschwenden. Er lädt jetzt nur mit 40 kW nur noch, jetzt nur noch mit 22 und das reicht. 16,5 Kilowattstunden in 22 Minuten und weg geht's. Wir haben zwar noch genug Strom im Akku, aber wir wollen jetzt eine Ladestation überspringen, und zwar die der Grenze, und wollen bis zum nächsten Ionity kommen in Deutschland. Also wir sind jetzt 45,8 gefahren in einer halben Stunde und laden jetzt mal ganz kurz an einer Clever hier zwischen, mal ganz kurz halt, um wieder auf 80 zu kommen. Wir haben noch 100 Kilometer jetzt zu fahren. 136 Kilometer haben wir drin, sollte eigentlich reichen, und damit starten wir mit 83% jetzt. 84%, haben wir gelesen, so wie es verspiegelt. So, 9,2 Kilowattstunden und 9 Minuten geladen. Beenden wir mal hier. So. So, und ohne Kontrolle wieder nach Deutschland rein. Dänische Grenze ist kontrolliert, so wie alle Grenzen, die raus aus Deutschland gehen, aber rein wird nie was kontrolliert. Somit sind wir jetzt ratzfatz hier in Deutschland.
Drüben haben wir Verkehr, weil da kontrolliert wird, hier nicht. So, Deutschland, endlich wieder HPC-Laden. In Dänemark ist das viel zu teuer. So, schön. Wir haben 10 nach 4, 18% sind wir jetzt eigentlich auch nicht hier angekommen und haben wieder 100 Kilometer gefahren in genau einer Stunde. Das ist genau so unsere Zeit hier. Und es ist immer dasselbe Rest, habe ich so das Gefühl wieder. Stecken wir mal rein. Nein, kostenlos. Seid toll. Ja, Glück muss man haben. Einfach nur reingesteckt und es geht los. Und zwar umsonst. Nice. Very nice. Da freut man sich irgendwie. So, ein bisschen windig hier. Aber wir haben jetzt hier in 18 Minuten 18 Kilowattstunden geladen. Sogar ein bisschen mehr. Aber es ist das Drossel ja schon runter. Ich würde sagen, wir hören jetzt hier auf und fahren weiter. Jetzt haben wir Hamburg hier vor uns. Hamburg wie immer alles voller Stau. Er sagt auch hier plus 38 Minuten. Das letzte Mal haben wir es umfahren. Das machen wir diesmal nicht. Wir bleiben diesmal einfach auf der Autobahn und fügen uns einfach dem Stau hinzu. Vielleicht ist er ja gar nicht so schlimm. Natürlich, wir stehen im Stau kurz vor Hamburg. Wir sind noch nicht mal im Elbtunnel gewesen und stehen schon eine ganze Weile im Stau hier. Ja, also das heißt stehen. Wir rollen durch den Stau. Jetzt stehen wir. So, wir sind am Rasthof der Lüneburger Heide und laden an Ionity. Wir sind jetzt hier angekommen und haben eine Strecke von 120 Kilometern gefahren in 2 Stunden, weil Hamburg halt Stau war. Das hat uns quasi knapp 40 Minuten hat es uns gekostet. Und wir haben jetzt hier noch 14%, also laden erforderlich. So, er geht direkt hoch hier, 60 kW, alles klar, wir gehen erstmal was essen. Denn wir haben Hunger. Nicht wahr, Moritz? Ja. Tischler, schnell laden. Sehr schnell. Wie schnell? Nicht schnell. 110. Ist nicht mal doppelte von meinem. Wir haben uns jetzt mal bei Nordsee was zu essen geholt hier. Und das wollten die gerade wegschmeißen, weil es schon nicht mehr so frisch ist. Und jetzt haben sie es uns geschenkt. Auf eigene Gefahr. Mal gucken, ob wir es überleben. So, bei Nordsee gemampft. War gut. Und wir stoppen hier. Super. Wir haben wieder Stau hier. Höher, etwas nördlich von Hannover. Ist ja auch schrecklich. Machen wir das Ding an hier ab. Wir stehen schon seit längerem und zwischendurch läuft es mal wieder. Kostet uns auch, was steht hier? Plus 48 Minuten haben wir noch vor uns jetzt. Alter, das fuckt ab, echt. Wir hätten doch auf die Umfahrung hören sollen. Das Auto hat uns vorgeschlagen, die Baustelle zu umfahren, aber sie sah jetzt nicht so dramatisch aus. 48 Minuten? Ach, guck mal, da, deswegen würde ich ja da rüberziehen. Guck dir mal die Auffahrt an. Ah, ja gut, das ist, die müssen ja auch irgendwo drauf kommen, aber. Das ist bitter hier. Das frisst wieder Zeit. Bis wir in Hildesheim sind zum Laden. In Hildesheim. Naja, was soll's. Wir haben nur noch 2 Ladestationen vor uns. Wir haben überlegt eigentlich, ne? Dass wir gerade noch in Hamburg das letzte Mal geladen haben. Knapp südlich von Hamburg, also in Lüneburger Heide haben wir geladen. Und jetzt haben wir nur noch 2 Ladepausen. Einmal die in Hildesheim. Kassel, ne? Und dann noch in Kassel. Nur Felden. Und dann fahren wir durch bis nach Eichenzell. Das klingt doch sehr nett. Was sagt man eigentlich? Wir haben 10 Grad draußen. Was sagt denn hier unser Heizsystem? Ah, 301 Watt. 301, 310 Watt. Die Heizung hier. Ach, ausmachen? Ja. Halleluja! Die Straßen sind wieder frei. Wir können wieder schneller fahren. Wir fahren jetzt mit 135 weiter wieder. Ach, endlich. Und jetzt regnet es wieder. Oh. Ja, regnet ja 120. Ja, vor allem die ganze Zeit im Stau hat es nicht geregnet. Ja. Ah. So, jetzt 9 Kilometer vom Ziel. Geben wir mal ein bisschen Gas. Machen wir auch mal ein bisschen schneller. 170. Wir haben noch ein bisschen was im Akku drin. Wir wollen den jetzt aber auch leer machen. Kurz vor der Fastnet-Ladesäule. Jetzt haben wir so lange im Stau gestanden, jetzt gönnen wir uns auch mal was hier. Wenigstens mal kurz. Jetzt sind wir die ganze Zeit ordnungsgemäß an die Geschwindigkeitsregeln gefahren. Wir haben in Deutschland maximal 135 gefahren, wo es erlaubt war. In Dänemark auch nur das, was erlaubt war. Da gehen wir jetzt mal hier, ne? Geschafft! Hildesheim! Wow. Einmal Fastnet, bitte. Und zwar haben wir noch 7%.
sind 122 Kilometer gefahren, in anderthalb Stunden fast wieder. Und noch 7%, um 7:45 ja, läuft. Ab geht's an den Lader. Daher jetzt nur noch ganz langsam lädt mit ja, knapp 10 kW. Weil wir auch schon bei 91 sind, hat es ein bisschen mehr geladen, weil wir die 133 Kilometer bis Kassel möglichst durchziehen wollen. Und deswegen stoppen wir jetzt hier. Da haben wir 26 Kilowattstunden in 32 Minuten. Zum Schluss halt mega wenig. Stopp. Wir haben ein bisschen mehr Glück hier als die da drüben. Die Richtung Norden haben hier nämlich den Stau des Jahrtausends. Das hört gar nicht mehr auf. Wir sind hier gerade so Göttingen, Höhe Göttingen sind wir und immer noch auf der 7. Das ist schon ganz schön krass, was da drüben los ist. Ein LKW nach dem anderen, die armen Schweine. Oh, jetzt Stau endet, glaube ich. Ja, die wissen alle noch gar nicht, was sie erwartet. Oh, wie gemein. Direkt nach der Kurve. Ja, naja. Solange sie alle bremsen und heil ankommen. Wir sind in 50 Kilometern nämlich in Kassel. Yeah. So, Kassel angekommen. Lohfelder Rüssel, Autohof. Wir haben noch 22 Kilometer drin, weil der Akku schon auf 15% runtergefahren ist. Wir haben jetzt noch eine Fahrtstrecke vor uns von wieder 111 Kilometern. Und gefahren sind wir jetzt 135 Kilometer in anderthalb Stunden. Das war die längste Baustelle, die es, glaube ich, in Deutschland gibt momentan. Die ist ungefähr 30 Kilometer lang. Das ist die Hölle. Aber was soll man machen? Es ist armes Deutschland. Wir laden jetzt. Natürlich wieder HPC laden, weil wir können. So, 68 kW angefangen zu laden. Das sieht schon mal gut aus. Dann lassen wir mal laufen. Wir haben jetzt hier in einer Zeit von keine Ahnung wie viel. Das muss ich wieder ausrechnen, oder was? 22 Kilowattstunden haben wir jetzt geladen. In 24 Minuten und 41 Sekunden. Und jetzt auf den letzten Endspurt. 149 Kilometer haben wir drin und wir müssen 111 schaffen. Kasseler Berge, jetzt geht's rund. Endspurt. Wir starten jetzt in Kassel bei einer Höhe von 190 Metern etwa. Immerhin so 170, naja. Und waren es etwas sportlicher, aber so, dass wir es noch schaffen. In eigenem Zelt darf der Akku ruhig leer sein, das ist der Plan. Das haben wir am letzten Mal auch so gemacht, wo wir den Ioniq Facelift getestet haben. Somit bleibt das dann fair. Ja, 120, unsere Sportlichkeit wird ausgedrückt. So, aus dem Schnellfahren wurde jetzt nichts. Bin jetzt die ganze Zeit 120 bis 130 gefahren, auch 135 zwischendurch, sodass es halt passt. Jetzt habe ich noch 11 Kilometer bis nach Eichenzell und noch 24 im Akku. Das heißt, wir geben jetzt mal so langsam ein bisschen Gas, um es einfach so ein bisschen auszunullen. So, da laufen wir in den Hafen von Eichenzell ein. Und zwar um 10 vor Mitternacht. Sehr nice. Ich fahre mal rückwärts an die Säule und dann gucken wir mal, wie es ausschaut. Jetzt sind wir 106 Kilometer gefahren in 56 Minuten. Ja, immer dieselbe Zeit. Quasi immer knapp 100 Kilometer in einer Stunde. Oh, Auto ist schon angehängt. Laden wir direkt mal. Und zwar mit 9%. Wir gucken gerade mal hier nach den Daten. Wir sind eine Strecke von 939,4 Kilometer gefahren. Durchschnittsgeschwindigkeit 95 km/h und eine Gesamtfahrzeit von 10,5 Stunden in etwa. Das ist genauso lang wie mit dem anderen Fahrzeit. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind in Eichenzell angekommen. Vertrautes Gefühl, hier in den Hof zu fahren. So, ein Fazit wird es separat nochmal geben, denn jetzt nach dieser langen Fahrt und dem Müdigkeitsgrad wäre es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, jetzt nochmal die Zahlen zusammenzurechnen. Es hat eben schon lange genug gedauert, das zu überschlagen grob. Also wir sind jetzt ungefähr 14,5 Stunden gefahren und haben, also reine Fahrzeit, und haben noch 3,25 Stunden geladen, so wie ich das jetzt hier ablesen kann. Ja, die Angaben sind erstmal ohne Gewähr. Das muss ich alles nochmal überprüfen, ob ich mich da auch nirgends verrechnet habe. Denn ich habe das hier alles so statistisch erfasst und jede Ladung gemessen und alles. Ihr habt es im Video gesehen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Was mir aufgefallen ist, dass wir genauso lang gefahren sind quasi. Die reine Fahrzeit ist identisch gewesen bei beiden Autos. Was dafür spricht, dass uns der Stau möglicherweise gleich gewesen ist. Dass das, was wir damals, also beim letzten Mal beim Facelift, mit Hamburg umfahren haben und diesmal uns einfach in den Stau gewagt haben, wahrscheinlich 0 auf 0 aufgeht. Jedoch ist die Ladezeit schon mal kürzer beim alten Ioniq. Wie viel das jetzt ausmacht, machen wir im Fazit. Ansonsten hat mich gefreut. Bis gleich.
Ach ja, was ich noch sagen kann, wir haben 8 Ladestops gebraucht. Und das hier ist dann jetzt quasi der 9. Und ein Ladestop davon hat er nur 10 Minuten gehabt. Hätten wir sparsamer fahren wollen, hätten wir den auch überspringen können. Somit gut. Ja, wir haben auch diese Fahrt jetzt hinter uns gebracht mit dem Hyundai Ioniq Classic mit der 28 Kilowattstunden Batterie. War eine tolle Fahrt. Hat genauso viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich habe auch hier die Auswertung hinten wieder in einer Excel-Tabelle gemacht. Genauso, wie ich es mit dem Facelift gemacht habe. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich kann vorweg gleich sagen, weil ihr es auch gleich sehen werdet, wir haben einen Unterschied bei den beiden Fahrten von einer Reisezeit von 1,5 Stunden. Mehr nicht, sag ich jetzt mal. Ich zeig's euch einfach mal. Ich filme das jetzt wieder vom Monitor ab, weil es einfach dann übersichtlicher ist. Was zuerst schon mal auffällt, ist, dass wir die gleiche Anzahl an Ladestops hatten mit dem Classic. Finde ich sehr interessant. Allerdings sind auch zeitliche Unterschiede. Gerade erstmal zum Ergebnis. Wir haben hier die gleiche Fahrzeit wie mit dem, Entschuldigung fürs Wackeln, wie mit dem Facelift. Das Facelift hatte 10 Stunden 29 und hier haben wir 10 Stunden 30. Das heißt, wir sind mit beiden Fahrzeugen die gleiche Zeit gefahren. Wir hatten eine kleine Differenz mit den Kilometern. Wir haben 948 und hier haben wir 937 beim Classic, weil einfach wir eine kleine Baustellenumfahrung hatten, ja, eine Umleitung fahren mussten. Ist jetzt nicht so viel. Die Reisezeit ist die gleiche, also die Fahrzeit ist die gleiche. Die Ladezeit jedoch haben wir hier anders. Wir haben beim Facelift-Modell diese 4 Stunden und 50 Minuten und beim Classic nur 3 Stunden 16. Klar, er lädt ja auch schneller. Beim Verbrauch hinten würde ich mich jetzt mal nicht aufhängen. Wie gesagt, wir sind ein bisschen schneller gefahren mit dem Facelift zwischendurch und auch ein paar Kilometer mehr. Von daher würde ich den Verbrauch jetzt mal nicht so relevant sehen, weil die Verbräuche sind bei den Fahrzeugen gleich. Ja, allerdings haben wir jetzt hier eine gesamte Fahrzeit von 13 Stunden und 46 Minuten. Also 13 3/4 Stunden im Gegensatz zu 15 Stunden und 20 Minuten. Ja, quasi 1,5 Stunden Differenz, also 1 Stunde 35 zwischen den beiden Fahrzeugen, die wir halt nur an Ladezeit verlieren. Das ist zwar ein bisschen schade, aber er lädt halt auch langsamer. So, jetzt haben wir den Test auch im Winter gemacht, muss man bedenken. Wir haben jetzt hier nicht die besten Bedingungen, aber Kleinigkeit möchte ich noch erwähnen. Ich habe in Dänemark ja ausschließlich an den 50 kW Säulen geladen, weil die HPC Säulen, also dort gibt es Ionity, aktuell zu teuer sind. Hatte ich jetzt keine Lust drauf. Ich habe da beim letzten Mal mit Maingau 95 Cent die Kilowattstunde gezahlt. Das knallt ganz schön rein. Wollte ich jetzt nicht. Deswegen habe ich hier an den 50 kW Säulen geladen. Muss man dazu sagen, ich habe hier bei einer nur 10 Minuten geladen, weil ich einfach eine größere Distanz überbrücken wollte und dann einfach nochmal zwischengeladen habe. So, wenn wir jetzt bedenken, das heißt, ich habe an den 3 Ladesäulen habe ich jetzt hier Ladezeit gehabt von 1/2 Stunde, 35 Minuten und 22 Minuten an den 50ern. Wenn das HPC gewesen wären, hätte ich vielleicht an jeder Säule, ich sag mal, vielleicht 5 Minuten gespart, dann hätte ich noch mal eine Viertelstunde rausgeholt. Okay. Lassen wir jetzt mal so stehen. Dann hätten wir noch eine Viertelstunde gut gewonnen. Das reißt jetzt aber nicht den Bock unbedingt. In Deutschland habe ich dann ausschließlich HPC geladen und habe dann auch quasi das volle Potenzial des Fahrzeugs ausgereizt. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich meistens so zwischen, ich habe es relativ leer gefahren, je nachdem, wie es sich gerade ergeben hat, anhand der Ladesäulen. Ich habe auf jeden Fall immer so bis zwischen 80 und 95% wieder vollgeladen, weil es sich einfach ergeben hat. Ich wollte auch die Reichweite haben, weil wir sind dann immer in etwa eine Stunde gefahren, außer das eine Mal, wo wir nur kurz geladen haben, sind wir nur eine halbe Stunde gefahren, ansonsten immer so um die Stunde. Und hier zum Schluss habe ich größere Distanzen überbrückt, wie ihr seht. Da bin ich auch mal 135 Kilometer gefahren und da habe 1,5 Stunden gebraucht, war aber auch eine Baustelle dazwischen. Und hier sind wir 2 Stunden gefahren, das ist dann um Hamburg herum gewesen, sieht man hier schon. Lüneburger Heide, von Arlberg nach, da ist Hamburg und da ist Stau ohne Ende. Ja. Die geladenen Mengen sind jetzt recht niedrig. Einmal haben wir wirklich viel geladen. Aber wie gesagt, hier unten Ladezeit und geladene Menge von Eichenzell selbst, die werden nicht gewertet. Und ja, das war es eigentlich.
Ja, jetzt möchte ich noch sagen, und zwar, ich finde 1,5 Stunden bei einer Strecke von 940 Kilometern jetzt nicht unbedingt viel. Gut, für manche einen möge das viel sein. Man muss aber bedenken, dass das jetzt auf diese Strecke der Unterschied ist, den das Laden ausmacht. Würden wir jetzt quasi die Hälfte der Strecke nur fahren, nur 480 Kilometer, dann wäre das nur eine Dreiviertelstunde. Ja, das ist nicht viel. Also finde ich jetzt nicht viel. Klar, das Auto wird mega schlecht gemacht gerade. Es lädt halt wirklich langsamer, das ist richtig. Und man braucht ein bisschen Temperatur, um das Ladepotenzial auszureizen. Ich glaube, da müsste Hyundai nochmal ein bisschen nachlegen mit einem Update oder so, dass das ein bisschen angehoben wird, vielleicht die Temperaturregelung ein bisschen eingestellt wird. Ich meine, wenn das Teil wenigstens mit 50 kW laden würde konstant, dann wäre das ein Riesengewinn und das Fahrzeug wäre wirklich, hätte keine Kritik mehr verdient. Es ist ein super Fahrzeug, es lädt halt langsamer, das ist richtig. Jedoch, bei der Langstrecke seht ihr jetzt, was es wirklich ausmacht. Gut, die Leute, die jetzt hier als Verbrenner das Video ansehen, die haben sowieso keinen Bock auf Laden. Das stelle ich immer wieder fest. Aber ihr als IONIQ Classic Fahrer, ihr seht jetzt hier den Unterschied. Und ich muss sagen, subjektiv hatte ich jetzt während der Fahrt keinen Unterschied verspürt. Weder beim Laden noch beim Fahren. Da sind die Fahrzeuge ziemlich identisch auf der langen Strecke. Und ja. Ich will das Auto auch nicht schönreden. Wie gesagt, Hyundai hat da einen Bock geschossen, indem sie einfach die Ladeleistung wirklich so drastisch reduziert haben, gerade im oberen Bereich. Mag der Batterielebensdauer zugutekommen, dass die dann halt 20, 30 Jahre hält, ohne groß viele Verluste zu haben. Aber es ist halt nicht benutzerfreundlich. Wie gesagt, bevor die Batterie stirbt, sterben die Fahrer. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und deswegen wäre da schon ein bisschen Bedarf von Seiten Hyundais. Ja. Dennoch wollte ich damit zeigen, was die Unterschiede sind. Der Jürgen Sangel hat mir das Auto zur Verfügung gestellt. Bin ich auch sehr dankbar für, dass ich diesen Eindruck gewinnen konnte. Er hatte mir auch nicht gesagt, stell das Auto irgendwie gut dar, sondern er sagte einfach, teste es und sage, was deine Meinung ist. Meine Meinung ist gebildet. Das Auto an sich ist schon mal sehr, sehr geil. Die Verbesserungen, alles super gelungen. Auch das Design, er hat keine Größeneinbuße, also keine Innenraumverluste. Aufgrund der größeren Batterie ist es super, man hat sogar eher Gewinne. Zudem ist auch die große Batterie wirklich ein Riesenvorteil, gerade im Alltag. Aber dazu mache ich nochmal ein separates Video. Wie gesagt, ich habe es euch jetzt gezeigt, das Fahrzeug, die beiden Unterschiede zumindest. Es kommen noch ein paar Videos über das Facelift, also ihr könnt euch noch freuen. Und seid nicht zu kritisch, das Fahrzeug hat seine Daseinsberechtigung und es ist ja nicht gesagt, dass Hyundai das Fahrzeug schon aufgegeben hat. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ich habe beim Co-Pilot Moritz diese beiden Strecken bewältigt. Wir haben gemeinsam gefilmt und geschnitten und bearbeitet. Es war viel, viel Arbeit, diese Videos zu machen, weil wir mussten diese vielen Stunden Fahrzeitvideos, die alle mussten wir zusammen cutten auf einen kurzen Zeitraum, damit ihr euch das Video angucken könnt, ohne Langeweile zu bekommen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, wir würden uns über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und mehr Videos sehen wollt. Ansonsten, ja, Kommentare könnt ihr gerne unten reinschreiben und ich lese sie mir durch, wenn ich gerade nicht am Schneiden bin. Ja, bis zum nächsten Video. Euer Electric Dave. Ciao. Und ja, mir ist eben beim Filmen aufgefallen, dass hier im Hintergrund die ganze Zeit dieser 100-Euro-Schein lag. Und nein, es ist nicht das Bestechungsgeld vom Sangel, damit ich das Auto schön rede, sondern es ist einfach nur ein Geburtstagsgeschenk gewesen. Danke, Opa.